In Russland sind am Montag bei einem Amoklauf an einer Schule mehrere Menschen getötet worden. Das Nationale Ermittlungskomitee hat die Zahl von 9 auf 15 nach oben korrigiert. Unter den Toten sind demnach 7 Kinder und 6 Erwachsene. Der Schütze dürfte sich selbst erschossen haben, wie inzwischen auch das Innenministerium der Regierung bestätigt. Der blutige Zwischenfall ereignete sich im Westen Russlands. Der Gouverneur des Gebietes spricht von einer Tragödie. Rettungsdienste evakuierten die Opfer der Schießerei in der Schule Nummer 88. Einige Kinder wurden schwer verletzt und ein paar getötet. Die Identität des Schützens, seine Ansichten und sein Umfeld werden untersucht. Sein Festhalten an neofaschistischen Ansichten und der nationalsozialistischen Ideologie wird überprüft. Das Komitee hat auch ein Strafverfahren wegen Mord an 2 oder mehreren Personen einschließlich Minderjähriger eröffnet. Der Fall wird an die Zentrale der Agentur weitergeleitet, während eigene forensische Spezialisten zum Tatort gefahren sind. Außerdem hieß es von den Behörden, dass der Schütze während der Tat eine Sturmhaube und ein schwarzes T-Shirt mit Nazi-Symbolen getragen hatte. Das Schulgebäude wurde zur Gänze geräumt, alle Kinder wurden aus ihren Klassen evakuiert. Die Gegend rund um die Bildungseinrichtung wurde abgesperrt.